Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Nioh 2. Es ist wohl Bosszeit. Schauen wir, was uns erwartet. Natürlich eine Cutscene. Atmosphärisch. Aber das Gewand geht ja gar nicht. Muss man mal gucken, ob wir da was anderes haben. Oh. Ist das nicht Honda Tadakatsu? Ne, das ist eine Frau. Und die hat violette Lippen. Warum hat die... Das ist... Die hat doch irgendwas mit uns zu tun. Sonst hätte die nicht die Lippen. Die sieht doch... Das ist irgendwie... Oder macht der Typ mich einfach nach? Das kann natürlich auch sein. Menschlicher Gegner. Interessant. Das ist eine Frau. Oh, hey. Schön langsam mit den jungen Pferden hier. Autsch. Ich sagte langsam mit den jungen Pferden. Oh. Warte mal. Okay. Ja, ich sehe. Lass das bitte. Boah. Sehr aggressiv. Okay. Saito Yoshitatsu. Ich denke, wir spielen mit den Duolis. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh, jetzt muss ich, ich muss mir den Weg irgendwie einprägen. So, hier dann... Einmal 180 Grad. Hier durchdashen. Das geht, es ist nicht so weit. Ich glaube, der hat uns nicht mehr erwischt, oder? Ja, hat er nicht. Okay, gut. Oh, au. Wasser hast du auch. Verstehe. Okay, manchmal kann ich dich unterbrechen. Okay, Feuer hast du auch. Und du hast verschiedene Phantome. Der ist mir fast lieber, glaube ich. Jetzt bist du ein Yokai. Nein, ach, das wollte ich nicht. Okay, ich kann dich nicht stunnen so. Aber du bist langsamer. Du kannst blocken. Au. Du kannst blocken. Au. Was geht denn? Hat Schaden gemacht. Was war das? Ein Instant Grab? Ach, komm schon. Ich habe kein Key. Man muss hier super auf das Key aufpassen. Ja, ja. Reicht jetzt, oder? Ha, hier kann ich dich stunnen. Boah, da bist du viel aggressiver. Meine Güte. Oh, ich bräuchte einen Hermit-Talisman. Ich bräuchte den Einsiedler. Ah, da ist man im Sunlock. Huh. Schwierig einzuschätzen, der Boss. Sehr schwierig einzuschätzen. Also, gucken, ob ich den Weg drauf habe. 180 Grad drehen. Hier durch die Pappe. Durch die Pappe. Hoch.
und rein. Okay, das geht. Ist nicht so wild. Boah. Sie kommt halt. Ich glaube, es ist eine Sie. Ja. Dann kommt hier der blöde Grab. Oh. Nimm das. Nein, ich war weg. Ich war weg. Ah. Ich habe eigentlich gedodged. Vielleicht hätte ich kein Key mehr. Oh. Ja, die Phase ist mir lieber. Au. Auch wenn es nicht unbedingt einfacher vielleicht ist. Okay, jetzt war das Key fast alle. Viel hat sie nicht mehr. Oh. Das war fies. Ich glaube, ihr das Key abzuziehen ganz ist relativ schwierig. Okay. Jetzt kommt das wieder. Ich muss auf mein eigenes Key achten. Hier drin bin ich im Nachteil. Okay, da muss eine zweite Phase kommen, ne? Au. Nicht wahr? Das war zu einfach. Nee, oder? Okay. Mission abgeschlossen? Fortfahren. Ha. Vielleicht kommt noch eine zweite Phase. Mal gucken. Was? Wahrscheinlich kommt eine Cutscene gleich. Sonst noch was? Ich glaube nicht. Okay, die war viel einfacher, als ich das gedacht habe. Hatte ich Glück? Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich... Ich weiß nicht, plötzlich war sie tot. Ich weiß gar nicht genau, was... Ich habe ein bisschen gekämpft, ein bisschen ausgewichen und plötzlich war sie tot. Huh. Ich habe nicht auf ihr HP wirklich geachtet. Lass mich raten, du siehst aus wie ich. Jawohl. Ich wusste es. Deine Lippen haben dich verraten. Okay. Zweite Phase. Nope. Wattayone. Doshitano? Ukanai kao shite. Na, kommt er wieder. Leseki ga koko ni aru hazu no leseki ga doko ni mo nai.
Ja, der Kampf wird ein bisschen unterwältigend irgendwie. Der Boss hatte relativ wenig HP. Tokichiro scheint wegen der verschwundenen Geistersteine ziemlich aufgebracht zu sein, aber das ist unbedeutend. Yoshitatsus Zusammenbruch, der furchtbare Zustand der Burg, wurde das durch zu häufige Verwenden der Steine hervorgerufen? Wie bei deinem Dolch und dem Leuchten meines Talismans ist diese Welt voller Geheimnisse. Wie Tokichiro schon sagt, ist Nobunagas Eroberung von Mino beendet. Nun scheint er seine Aufmerksamkeit nach Westen zu richten. Okay, du kannst jetzt zwei Schutzgeister gleichzeitig aktiv haben. Okay. Was? Zwei Schutzgeister? Moment mal. Heißt das, wir können auch. Heißt das, wir können auch vier Yokai-Fähigkeiten haben? Wir würden den hier nehmen, weil er einfach am meisten Damage hat. Ah, ne? Wie kann ich denn den zweiten nehmen? Schutzgeist freigeben. Aha, okay, nein. Ha. Und wie kann ich den zweiten nehmen? Ich darf mir zwei. Moment mal. Statt primärer Schutzgeist. RB, sekundärer Schutzgeist. So, okay. Dann. Können wir hier noch Seelenkerne einstimmen? Vielleicht kann ich, muss ich auch, muss ich wechseln? Ich weiß es nicht. Was macht auch ein Ryoki? Das ist ein bisschen langsam. Kuroka. Das sieht cool aus. Nehmen wir. Vaira war, glaube ich, auch ganz cool. Ja, komm, das nehmen wir auch. So. So, du bist jetzt unser Sekundärer. Zählt das jetzt gesamthaft? Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Wir brauchen hier noch entweder einmal Ninja oder einmal Stärke. Das ist, wir skillen noch einmal Ninja, wenn wir das nächste Mal, wenn ich mich daran erinnere. In Ordnung. Wir können noch mal kurz zum Dojo gehen. Weg des Ninja, was brauchen wir noch? 13k. Onmyo sind wir gut drüber. Das passt. Heißt, da brauchen wir noch 13k. Hm. 58, 54, 57. Das hier wäre das nächste. Ah, vielleicht können wir noch was machen. Das ist wieder der Wald. Ich trete voller Demut vor dich und hoffe, dass du dir meine Bitte anhören wirst. Es hat Gespräche mit dem Asai-Clan gegeben und ich soll nun Fürst Asai Nagamasa heiraten. Aber ich fürchte, dass die Straße nach Omi alles andere als sicher ist. Es gibt dort einen Wald, in dem eine Horde Yokai haust. Würdest du diese bisschen bitte aus dem Wald vertreiben, natürlich. Damit du deinen Prinzen heiraten darfst. Machen wir das natürlich. So, also einmal Ninjutsu verwenden dann. Kann ich die. Es ist oben beim Schutzgeist irgend so ein Swap-Symbol, aber ich wüsste jetzt nicht, welche Tastenkombination ich dafür drücken muss. Bestimmt gibt es eine. So, ist einfach nur ein Gauntlet hier, oder? Ich glaube, das könnte einfach nur ein Gauntlet sein. Okay, du? Ich glaube, da ist noch einer gespawnt. Nee? Okay,
Okay. Warte mal. Das hat wehgetan. Autsch. Autsch. Damn it. Lass mich. Er hat nicht mehr so viel. Och, das war Glück. Komm schon. Och. Ihre Range. Okay, haben wir dich? Dankeschön. Erste Stage besiegt. Fantastisch. Gucken wir mal, es wird bestimmt noch eine zweite und vielleicht auch noch eine dritte geben. Ah. Wie wär's mal mit einer Schlange? So zum Start. Kriegt ihr immer Seelenkerne? Ja, wir können unsere. Unsere Sachen relativ liberal verwenden. Okay, das war. Zu greedy. Aber ich glaube, wir müssen die erste Stage nicht nochmal machen. Und zumindest war das in Nioh 1 der Fall gewesen, dass man. Wenn man eine Stage mal komplettiert hat, ja, der Weg ist frei. Da müssen wir nicht nochmal durch. Okay. Ja, hier eins aufs Maul. Viel Ki hat er gerade nicht mehr. Oh, das hätte ins Auge gehen können. Ah, die Ki Recovery Moves fügen halt auch immer ein bisschen Schaden zu und haben so ein Knockback drin. Was ein bisschen ekelhaft ist. Oh, warte mal, da ist noch einer. Ich glaube, hinter uns ist noch jemand. Jo. So, hier triffst du mich nicht, oder? Doch. Du schießt knallhart durch den Baum durch. Okay. Oh. Das ist die finale Stage. Ich glaube, hinter uns ist noch was. Oder nicht? Au! Warst du ein kleines Nickerchen? Wolltest du ein kleines Nickerchen machen? Au, hör auf mit dem blöden Stein. Finde ich gar nicht geil. Da bist du tot. Und Stage 2 ist clear. Dritte und letzte? Oder gibt es noch eine vierte oder sowas? Aha. Bei dir muss man einfach schnell hingehen. Dann kannst du nämlich nicht so viel. Aha. Zwei Gegner. Oh, warte mal. Was soll das hier, können wir beschädigen? Ich denke mal, das war schon gut. Zwei. Das war gut. Yeah.
So, jetzt können wir ordentlich attackieren. Und dann kommt der Key Recovery Move. Dann kann ich nichts mehr tun. Ah, viel hat er nicht mehr. Na, oh. Oh, wie peinlich. Oh, wie peinlich. Oh. Die Gier. Die Gier. Komm, mach mal kurz fertig. Ist kein Problem. Ja, ja, ja. Wir kennen das alles schon. Es ist schon so häufig passiert. Meine Güte. Ruhig runterspielen. Wäre überhaupt kein Problem gewesen. Überhaupt keins. Nun gut. Der Kristall ist nicht mehr da. So. Was, die haben wir? So. Auf ein neues. Okay, das war nix. Aber das Timing schlichtweg falsch und schlecht. Autsch. Och, komm schon. Dauert Ewigkeiten, bis man wieder Ki hat. Die Einheiten ohne die... Aber die haben sie echt... Die haben sie ordentlich gebufft. Das finde ich gut. Weil die waren in Nioh 1 waren die Pushovers. Die konnten überhaupt gar nichts. Und jetzt sind sie... Ich glaube, sie wurden ein bisschen... haben Speedboost gekriegt. Und natürlich auch noch ein paar zusätzliche Moves mit den Wut-Attacken. Was gut ist. Ich glaube, sie sind wesentlich balancierter so. So, kleine blöde Hexe hier. Weg mit dir. Oh shit. Hier hoch. Das war jetzt interessant. So. Diesmal gewinne ich. Hast du gehört? Oh. Okay. Ich freue mich nicht zu früh. Ich warte, bis ich den Kampf gewonnen habe. So, jetzt habe ich den Kampf gewonnen. Der Punkt geht an mich. Ach du Scheiße. Okay. Wir sind vergiftet. Ach komm schon. Nein! Okay, zwei von den Typen. Ich bin mit dem Hin- und Herwechseln von... Also. Nach rechts. Wir sind ganz links, einmal nach rechts. So, passt. Ist ja nicht so schwierig. Eigentlich. Das ist die letzte Stage. Zumindest in diesem Raum. Ich glaube aber nicht, dass nachher nochmal ein Raum kommt. Irgendwie. Autsch. Schlechter Start. So. Dann du. Und du bist... Eigentlich ja nie so ein Problem. Na komm. Einfach ruhig runterspielen. Okay.
falsche Haltung. Dann kommt der Key Recovery Move. Ja, das riskieren wir jetzt nicht. Ach komm schon. Heilung. Ach komm schon. Ich sehe nichts. Es ist viel zu dunkel. Oh. Lass das. So, du bist der Letzte, nicht wahr? Hier, Schlange kann ich ja auch. Wie wär's damit? Autsch. Jetzt machst du mich nicht vergiftet. Oh, kein Anima. Dürfen sich übertreiben. Wir müssen das auf Oldschool Art machen. So. Kann ich hier die Suppen ein bisschen cleanen? 2, 3, 4. So, das war's, oder? Ja, Mission abgeschlossen. Fantastisch. Das lief ja. Eigentlich ganz gut, oder? Würde ich sagen. So, dann skillen wir jetzt noch einmal Ninjutsu. Oder vielleicht auch... Nee, einmal müsste reichen. Und dann müssten wir auch den zweiten Schutzgeist gut verwenden können. Vielen Dank. Jetzt kann ich reisen, ohne mir Sorgen machen zu müssen. Ich mag zwar die Tochter eines Kriegers sein, aber ich habe nichts übrig für den Kampf. Ich weiß, dass nicht alle mit dieser Hochzeit einverstanden sind, aber ich möchte eine Brücke zwischen dem Oda und dem Asai-Clan bauen, um weitere Kämpfe zu verhindern. Ich bete, dass der Tag kommen wird, an dem jeglicher Krieg nur noch eine blasse Erinnerung ist. Und ich glaube, dass du diese Hoffnung teilst. Ist das Ninetales? Man weiß es nicht. So. Machen wir noch unser Level up. Und damit müsste das eigentlich okay sein, oder? Yo. Ich denke, wir bleiben mal bei denen. Ich weiß mal nicht, ob der tatsächlich gut ist. Ich meine, der Unterschied vom Damage her von den anderen ist jetzt nicht so ultra krass. Aber er hat den höchsten Damage. Das ist halt ein Fakt. Nun gut, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich denke, wir machen noch in der nächsten Episode die anderen Nebenmissionen, bevor wir ins nächste Gebiet aufbrechen. Und vielleicht kriegen wir auch noch ein bisschen die nötigen Ninjutsu-Sachen zusammen, um die nächste Dojo-Mission noch zu machen. Das wäre schön. Aber gut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und vielleicht wollt ihr auch subscriben für mehr Nioh, andere Souls-Likes und was auch immer für ein Zeug. Ja, ich habe ganz viele Let's Plays. Schaut mal auf meinem Kanal unter Playlist. Findet ihr alle Spiele, die ich Let's Played habe. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Northgate.